Hallo zusammen zu einem weiteren Klick mit mir an einem neuen Bild. Ich habe das schon mal angefangen, so für mich ein bisschen geklebt, weil ich da Bock drauf hatte. Für vielleicht ein, zwei Tage, dann habe ich es weggepackt und jetzt halt im Stream nochmal geklebt. Und so zwischendurch noch ein bisschen. Also es ist nicht so mega viel entstanden, aber es ist trotzdem schon ein gutes Stück geklebt. Das ist das Motiv von Quan Chi, die Pferdeherde, mit 39 Farben. Und im Stream jetzt letztens hatte ich eine Idee und da wollte ich noch mal ein bisschen mehr darauf eingehen. Aber zuerst suche ich mir eine Farbe raus. Das ist gleich, wäre nicht schlecht. Nummer 19, 799. Und zwar habe ich ja jetzt, naja, ich würde bald tatsächlich sagen, 2 Jahre lang den Stream hier am Laufen. Zumindest kommt mir fast so vor. Lange 1,5 Jahre. Und da kam mir spontan die Idee, um die Streams etwas abwechslungsreicher zu machen. Und zwar bin ich seit 1,5 Jahren nur am Diamond Painting geblieben. Und habe mir gedacht, hey, wie wäre es, wenn ich ab und an mal so Mix-Streams mache? Sprich, mal eine Stunde painten, eine Stunde stricken, eine Stunde painten, eine Stunde mal nach Zahlen oder. Painten sollte doch schon in jedem Stream sein. Nur das Zweithobby könnte ein anderes sein. Das könnte immer wieder mal variieren. Sagen wir jetzt zum Beispiel einmal im Monat, dass ich sowas mache. Oder alle 2 Wochen, je nachdem. Sticken wäre ebenfalls für mich da wünschenswert. Stream könnte jedoch da etwas schwieriger werden. Da brauche ich, wie gesagt, ein Helferlein dafür, ein passendes. Aber ich denke, wenn ich diese Streams ab und zu, es soll nicht jedes Mal sein, weil ab und zu etwas variiere, bleiben einerseits die Streams spannender, andererseits wäre dann für andere ebenfalls was dabei, wie eben stricken, sticken, mal nach Zahlen, weiß ich nicht, was nicht noch alles, was man da machen könnte, bis auf Perlensticken, denn meine Perlenstick-Kits sind beide weg, die habe ich verkauft. Ja, ist halt nicht ganz so meins. An sich würde mich ein kleineres, einfacheres Kit durchaus reizen, weil halt der Frust ist nicht, ja, fertig gemacht zu haben, doch da ist und an mir nagt. Aber ja, ich bin da nicht ganz warm geworden mit. An sich trotzdem ein wunderschönes Hobby. Ich denke einfach auch, ich habe mit meinen Bildern Pech gehabt. Vielleicht habe ich in einem Vierteljahr, in einem halben Jahr oder in 3 Jahren wieder Bock darauf. Keine Ahnung. Wir warten es mal ab. Nur wäre, wie gesagt, Perlensticken für das Hobby Streams, Dings, Gedöns nicht zur Auswahl.
Nur kann man, denke ich, diese Streams dann schon gut gestalten. Außerdem, ich weiß, dass es Leute gibt, die gerne stricken würden, sich auch Strickzeug geholt haben, aber irgendwie verzweifeln daran. Oder eben Fragen zum Sticken aufkommen könnten. Oder einfach mal über andere Hobbys geredet werden möchte, wo man sich vielleicht denkt, ne, das hat da möglicherweise nichts zu suchen. Ich sag mal so, in meinen Streams kann man über so ziemlich alles reden. Privates sollte nur rausgehalten werden. Das möchte ich persönlich nicht. Auch möchte ich nicht unbedingt, dass andere Leute über private Sachen in meinem Stream-Chat reden und schreiben. Es ist halt einfach privat. Weil wenn ihr damit kein Problem habt, okay, gut, das respektiere ich. Nur ist da halt eine Grenze, die ja den einen oder anderen stören könnte. Solange es nicht zu privat wird, greife ich dann eigentlich aber auch nicht ein. Und ja, ihr braucht auch keine Angst haben, dass, falls ihr da mal einen Fehltritt habt, dann sofort gebannt werdet. Es sei denn, es ist ein extremer Fehltritt. Nur, ich sag mal so, diese offensichtliche Unwissenheit, ja, die wird nicht bestraft. Nur es gibt Trolls im Internet, das ist nun mal leider so. Können lustig sein, können aber auch mega nerven. Mega, mega nerven. Und falls sich tatsächlich so jemand in meinen Stream verirren sollte, dann gibt es einen Bann. Ohne viel hin und her. Aber ja, das ist was anderes. Das Internet ist ein komisches Plätzchen. Ist nun mal so. Ist ein tolles Plätzchen, weil man viele Gleichgesinnte findet. Aber irgendwie findet man doppelt und dreifach so viele Leute, die einem das vermiesen möchten. Und ja, das rauszufiltern ist teilweise nicht leicht und das zu ignorieren ist für viele ebenfalls nicht leicht. Ich bin schon lange im Internet unterwegs, von dem her kann ich sowas gut ignorieren. Nur ist es nun mal so, dass Leute, weil ich auch vermehrt auf Twitch jetzt wieder unterwegs bin, am Gucken, Streams gucken und so, wenn man da den Chat liest, stellt es einem teilweise die Haare zu Berge. Ja, wenn man öffentlich unterwegs ist, muss man mit Kritik leben. Nur das ist teilweise keine Kritik, das ist beleidigend, was da geschrieben wird. Und ja, es muss nicht unbedingt sein. Aber das sind anscheinend 14-Jährige, die irgendwie schulfrei haben und glauben, Spiele ab 18 ist total cool zu spielen. Oder noch schlimmer, 12-Jährige, die glauben, das ist cool. Kiddies, das nervt. Das ist nicht cool. Es ist eigentlich für Erwachsene unglaublich nervig, wenn man in einem Spiel, was eben explizit ab 18 ist, Kinderstimmen hat. Diese Kinder glauben, sie wären cool und wären sonst was, wenn sie Call of Duty oder sonst irgendwelche Shooter spielen. Die glauben, es ist cool, wenn man die ganze Zeit nur Blödsinn macht und andere Spieler nervt. Es ist nicht cool, es ist total bescheuert und, oh, meine Güte. Da würde ich ganz gerne mal so ein paar virtuelle Backpfeifen verteilen, teilweise. Aber darf sie ja nicht. Und es hat schon einen Grund, warum Spiele ab 18 sind oder
diverse Altersbeschränkungen an Spielen, Filmen und so weiter sind. Ich denke, ein Spiel ist da vielleicht nicht ganz so schlimm wie ein Film. Für mich persönlich zumindest so, man sieht, das ist ein Spiel, man weiß, das ist nicht echt. Beim Film ist es vielleicht teilweise anders. Ja, es sind Schauspieler, es ist eine Geschichte, aber es sind halt echte Menschen. Das ist da irgendwo der Unterschied für mich persönlich. Aber es hat halt einen Grund, warum ein Film oder ein Spiel ab dem Alter sind. Und manche Filme, gebe ich zu, frage ich mich, ob die Herrschaften bei der Alterseinstufung entweder benebelt waren oder geschlafen haben. Weil entweder ist es zu hoch oder zu niedrig. Ein Lieblingsbeispiel von mir in der Hinsicht ist Unten am Fluss, der Animationsfilm mit den Hasen, der 1978 oder so rauskam. Der ist mega brutal. Da ist nichts Süßes dran. Das ist nichts Nettes. Das ist voll brutal. Und irgendwie sind sämtliche Animationsfilme aus der Zeit mega brutal und komplett abgefahren. Das ist nichts mit schön, niedlich, putzig, volles Gemetzel, Krieg unter Hasen. Der Film fand ich damals schon krass und finde ich immer noch krass. Aber ich sag mal so, ein Harry Potter ab 16 oder so ist jetzt nicht unbedingt verständlich, meiner Meinung nach, so zum, als Beispiel. Denn das ist ja nicht so, als würden sie mit einer Uzi durch die Gegend hüpfen. Nee, das sind Zauber. Hui. Ich versprühe Funken. Na, also, da ist schon Unterschied, finde ich. Gruselig fand ich jetzt nicht unbedingt, dass man das jetzt als Begründung nehmen könnte. Aber ja, sagen wir so, die meisten Sachen, die eine Altersbeschränkung haben, sind schon begründet. Und daher ist es super nervig, wenn man sich denkt, boah, cool, Erwachsenenkram, so ungefähr. Und dann, ja, hast du Gequietsche und Geheule und Kreische. Ist nicht schön. Aber das werden die Kinder wahrscheinlich dann auch merken, wenn sie in meinem Alter sind, so um den Dreh. Und dann dieselbe Situation herrscht. Das ist nämlich nervig. Ah ja, so ist das halt. Auf jeden Fall, die Streams, diese Mischstreams, Mixstreams, wie auch immer, irgendein Name wird mir dafür noch einfallen, werden so ablaufen. Erstmal trotz allem 2 Stunden. Weiterhin. Nur könnte man diese Streams teilweise auf 3 Stunden wieder ausweiten. Was jetzt nicht bedeutet, dass jeder dieser Streams auf 3 Stunden läuft, sondern ab und an mal, wenn es Spaß macht. Geplant wäre natürlich halbe-halbe, aber ich denke mal, dass das zweite Hobby, was wahrscheinlich eher immer hinten dran kommt, wenn das gerade Spaß macht und Unterhaltung etc. passt, warum sollte man das dann eben nicht mehr spontan vielleicht auf 3 Stunden ausweiten können wieder? Ja, mal gucken. Nur Sinn und Zweck dieser Aktion ist einfach mehr Abwechslung für alle. Und ich denke mal, das wird. Wir lassen uns da einfach mal überraschen.
Wann es den ersten Stream in der Richtung geben wird, weiß ich noch nicht. Ich werde da keine großartige Ankündigung machen. Auch das wird wahrscheinlich eher spontan entstehen und passieren. Und dann gucken wir mal. Es ist halt nur jetzt die Idee, dass das öfters, aber nicht regelmäßig passieren sollte. Also ich will da keine Routine von wegen jeden ersten Stream im Monat. Macht man das so? Nee, wer weiß, vielleicht ist auch jeden Stream für 2 Monate so, ne? Keine Ahnung. Nur die Grundidee ist halt, dass es eine gewisse Routine, aber nicht unbedingt langweilig werden sollte. Ja. Und dann lassen wir uns mal überraschen, wie das so wird. Und ihr könnt auch Vorschläge dann für weitere Hobbys machen, solange es nicht zu aufwendig ist. Also ich denke jetzt nicht, dass ich dann anfangen würde mit Bullet Journaling oder wie nennt sich's, Handlettering. Serviettentechnik oder sonst irgendwas. Also ich würde dann schon eher das Material nutzen, was ich hier habe. Nur wenn ein Hobby wahnsinnig interessant klingt, warum sollte ich es dann nicht mal probieren, ne? Zierperlen sticken. Sah wahnsinnig interessant aus. Aber hey, ich bin der Erfahrung reicher. Von dem her ist es jetzt nicht unbedingt ein kompletter Fail. Und wer weiß, was dann noch so kommt. Es gibt ja Unmengen an Hobbys. Ich habe auch noch ein paar Ausmalbücher hier. Zur Not sitze ich dann da und mal aus, was ja wirklich sehr anspruchsvoll ist. Obwohl, das, was manche ausmalen, da, ja, würde ich im Leben nie hinkommen. Na gut. Auf alle Fälle wisst ihr da schon mal Bescheid. Und das ist jetzt ein etwas kürzeres Video, ist aber jetzt auch nicht unbedingt so tragisch. Man kann auch mal kurze, knackige für zwischendurch machen, finde ich. In diesem Sinne wünsche ich noch einen wunderschönen Tag. Macht's gut, bis zum nächsten Mal und ciao.